أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاعتبرونا شفاستا إن إسلام. مفاتيح الغيب، دي شلسل ديس فبورغنن. مفاتيح الغيب الخمسة. Es gibt fünf Schlüssel des Verborgenen. Es sind Schlüssel, die nur Allah subhanahu wa ta'ala hat. Und dass es Schlüssel sind, bedeutet nicht, dass das die einzigen Schlüssel sind. Das Wissen Allahs ist viel umfassender. Und diese Schlüssel, die werden im Koran erwähnt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعِ. Allah hat das Wissen über die Stunde, über Yawm al-Qiyamah. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ. Und er lässt den Regen hernieder. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Und er weiß, was in den Mutterschößen ist, was die Frau in ihrem Bauch hat. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَى. Und keine Seele weiß, was sie morgen anrichten wird. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Und keine Seele weiß, auf welcher Erde sie sterben wird. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Wahrlich, Allah ist allwissend, allkundig. Wir wissen, dass es nicht das Einzige ist, was Allah weiß. Denn Allah ist Al-Alim, der Allwissende. Und das sind nur einige Schlüssel, die er uns hier erwähnt, die nur er hat, subhanahu wa ta'ala. Als Beispiel, welches Wissen er hat, subhanahu wa ta'ala, erwähnt er uns im Koran. وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات البر ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Als Beispiel sagt Allah, verfügt über die Schlüssel des Verborgenen. Niemand kennt sie außer ihm. Und er weiß, was auf dem Festland, auf der Erde ist und was im Meer. Kein Blatt fällt, ohne dass er es weiß. Und es gibt kein Korn in den Finsternissen der Erde und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, außer dass es in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre, im Lauh al-Mahfuz. Alles, was in den Finsternissen der Erde ist, in den Stufen der Erde oder in den Himmeln. Jedes Geschöpf, jedes Molekül ist bei ihm, subhanahu wa ta'ala, von Adam a.s., sogar von Anfang der Erde, bevor die Erde erschaffen wurde, bis Qiyam al-Sa'a, bis Yawm al-Qiyamah, alles drin verzeichnet. Wir lernen, dass die Kenntnisse über die Stunde, über Yawm al-Qiyamah, wann Yawm al-Qiyamah kommen wird, weiß nur Allah. Dieses Wissen hat nur Allah. Und er hat es niemandem gegeben. Weder dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noch irgendeinem anderen Propheten, noch irgendeinem anderen Engel, noch irgendeinem anderen Geschöpf. Und deshalb sind diese dummen Dinge, was wir hören, im Jahr so und so wird die Welt untergehen, von manchen Sekten. Und die haben sich vorbereitet. Nostradamus und wie sie alle heißen, auch christliche Sekten. Im Jahr so und so, das war sogar vor ein paar Jahren, da haben sie alles leer gekauft. Weil Qiyam al-Sa'a kommt, Yawm al-Qiyamah, für sie. Und die haben alles leer gekauft. Und ist gekommen, der Tag ist gekommen. Und wir leben immer noch. Weil dieses Wissen nur Allah hat.
Und deshalb sind einige Mushrikin zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen. Und sie haben ihm gesagt, wann kommt die Stunde? Aber nicht als Frage, sondern um sich lustig zu machen. Wann soll sie denn kommen? Es ist sogar überliefert, dass ein Sahabi, und er meint es ehrlich, er kam zu Gesandten, in Bukhari überliefert, und sagte, ja Rasulallah, wann ist die Stunde? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte ihn zurück, was hast du für sie vorbereitet? Darauf kommt es an. Sei vorbereitet, wenn sie kommt. Bist du überhaupt darauf vorbereitet? Was hast du für sie vorbereitet, wenn sie kommen? Da sagte der Sahabi, ما أعددت لها كثير صلاة ولا صوم ولكني أحب الله ورسوله. Ich habe nicht viele Gebete und viel Fasten dafür vorbereitet, aber ich liebe Allah und seinen Gesandten. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, أنت مع من أحببت. Du bist mit demjenigen, den du liebst. Du wirst mit demjenigen sein, يوم القيامة, den du liebst. Und deshalb auch ein Punkt, den ich heute auch bei euch erwähnen möchte. Über Al-Ghayb, über das Verborgene. Allah sagt, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ in Surah An-Naml. Sprich, niemand, keine Ausnahme, niemand auf der Erde, in den Himmeln und auf der Erde, kennt das Verborgene außer Allah. Das ist bei uns Aqidah, Glaube. Und wer eine Ausnahme hier bilden möchte, ist raus aus dem Islam. Und deshalb Vorsicht. Vor einem Punkt nennt sich Horoskope. Horoskope, die manche Brüder und Schwestern lesen in Zeitschriften, Zeitungen, schauen sie rein. Sie müssen Allah fürchten. Es ist haram, Horoskope zu lesen. Weil es Wahrsagerei ist. Es ist ein Teil von Wahrsagerei. Und wie es im Hadith kommt, من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. Wer zu einem Zeichendeuter kommt, er sieht Sachen und sagt, bestimmt wird morgen das passieren, 100%. Er sieht Stern links, das wird passieren. Oder es kräht ein Rabe, ein Uhu, ein Vogel. Heute wird jemand sterben. Manche Gelehrte haben gesagt, der ist raus aus dem Islam, wer sowas sagt. Er bestimmt wird passieren durch ein Schrei, ein Krähen. Horoskope zu lesen. Wer das nur liest, im Hadith, den ich gerade erwähnt habe, wer zu einem Zeichendeuter geht und ihn etwas fragt, nur fragt, nicht glaubt, fragt, von dem werden die Gebete 40 Nächte nicht angenommen. In Muslim überliefert. Im Hadith, من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Wer zu einem Zeichendeuter oder einem Wahrsager geht und ihm glaubt, hier ist glaubt, und er glaubt ihm das, was er sagt, der hat das, was auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart wurde, verleugnet. Geleugnet! Entweder glaubst du Allah, dass niemand das Verborgene weiß, oder glaubst diesem Wahrsager. Such es dir aus. Der ist raus aus dem Islam. Deshalb, Horoskope zu lesen oder irgendwelche Sachen, Hand lesen, Kassen, die Tassen lesen, alles Wahrsagerei.
Such dir aus, wem du glaubst. Und als Jibril a.s. zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, in Hadith von Jibril und ihn über Erkan und Iman und Islam fragte er auch, ja Rasulallah, mat as-sa'a, o Gesandter Allahs, wann ist die Stunde? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ul anha bi'a'lama min as-sa'a. Der Gefragte, also ich, weiß nicht mehr als du, als der Fragende. Der Prophet weiß es nicht. Und Jibril weiß es nicht. Und du weißt es. Oder du glaubst, dass jemand anderes außer Allah es weiß. Ganz gefährlich. Deshalb ist der erste Schlüssel, das Verborgene, kennt nur Allah. Möge Allah uns als Muslime leben und sterben lassen. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عنده علم الساعة haben wir besprochen. Allah hat das Wissen. Nur er hat das Wissen über Yawm al-Qiyamah. Und er hat von seinem Wissen etwas dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben und hat uns Anzeichen gegeben von Yawm al-Qiyamah. Darüber können wir lesen. Wir wissen, dass Yawm al-Qiyamah an einem Freitag sein wird. Wir wissen, dass Yawm al-Qiyamah nur auf die schlechten Leute kommen wird. Wir wissen, dass es am Ende der Zeit sein wird, nachdem so viele Zeichen gekommen sind. Al-Mahdi und Dajjal, Ad-Dabba, so viele Anzeichen müssen kommen, bevor Yawm al-Qiyamah kommt. Deshalb erwarte nicht Yawm al-Qiyamah in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren. Was Allah bestimmt hat, ist abgeschlossen, wird passieren. Doch die Frage ist, was passiert, was hast du vorbereitet für Yawm al-Qiyamah? Man mata qamat qiyamatuh, heißt es. Wer stirbt, für den hat Yawm al-Qiyamah begonnen. Mada a'adatta laha. Das hat der Prophet so schön, so liebevoll, hat ihn darauf gedreht, was wirklich, worauf wirklich ankommt. Auf deine Taten. Nicht wann es ist. Was hast du, wenn sie kommt, die Stunde? وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. Und er lässt den Regen herab. Und manche Brüder und Schwestern kommen durcheinander. Die sagen, es gibt doch Wettervorhersagen. Die sagen, morgen wird es regnen. Morgen kommen Gewitter. Morgen ist schönes Wetter. Doch ist das gemeint? Lassen Sie Regen herab. Oder Allah. Wissen Sie, wann Regen kommt, wie viel Regen kommt, ob Regen kommt? Kennen Sie die Menge? Allah weiß, wann Regen kommt. Er lässt herab. Allah weiß, wie viel Regen kommt. Allah kennt jedes Molekül vom einzelnen Regentropfen. Deshalb eine Wettervorhersage. Als Muslime sagen wir, insha'Allah. Morgen wird es regnen, insha'Allah. Es soll nächste Woche regnen, insha'Allah. So ist ein Muslim und so ist auch in den islamischen Ländern, in den meisten, spricht auch so der vom Wetterbericht. Der sagt, morgen wird es mit Allahs Erlaubnis regnen. Das ist ein Mu'min. Und so müssen wir auch regnen. So müssen wir auch reden. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Und er weiß, was in den Mutterschößen ist. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was genau passiert im Bauch der Mutter. Auch hier kommen einige Menschen durcheinander und sagen, durch die fortschrittliche
Technik, durch das Fotografieren, weiß man schon heute, ganz früh, in einem ganz frühen Stadium, ob es ein Junge wird oder ein Mädchen. Aber sag nur, du sagst mir gerade nur, Allah weiß das. Hier wissen es doch auch andere Menschen. Frage, wurde ich auch schon gefragt. Die Antwort ist genauso wie der Wettervorhersage. Nummer eins. Wissen diejenigen, wann wissen diejenigen das? Sehr spät, nach einigen Monaten. Nach einigen Monaten. Wisst ihr, wer es noch früher weiß, ist im Hadith überliefert, dass der Engel fragt, Ya Rabbi, Mädchen oder Junge? Dann sagt Allah ihm, Mädchen oder Junge. Und erst dann wird der Körper des Embryos geformt. Nachdem es geformt wird, sehen die Ärzte, könnte ein Mädchen werden, könnte ein Junge sein. Allahs Wissen ist vor diesen 4 Monaten. Allahs Wissen ist vor der Verformung. Allahs Wissen ist, was im Spermium ist und was in der Eizelle ist und wie sie sich formen und was überwiegt. Wissen das die Wissenschaftler auch? Allah weiß, bevor das Kind geboren wird, welches Kindeskinder es haben wird. Das ist ein Teil von Allahs Wissen. Und du sagst mir, fortschrittliche Technik. Und wie oft sagen sie nicht die Wahrheit und liegen sie daneben. Wallahi, bei einem Bruder ist im 8. Monat, waren sie Mädchen, haben sie gesagt, Mädchen, ein Freund von mir. 8 Monate. Und sie haben, die Eltern, haben das Zimmer eingerichtet. Rosa. Alles rosa. Aber er ist ein Bruder geworden. Ich glaube, er heißt Mohammed. Ist ein Junge geworden. Im 8. oder 9. Monat, eine der letzten Untersuchungen. Und alles schon rosa gekauft. Bett rosa. Wirklich, ganze Zimmer, nur rosa. Und dann fragt die Frauenärztin, was wollen Sie eigentlich? Wollen Sie lieber Junge oder Mädchen? Dann sagt sie, ja, eigentlich ein Junge. Sagt, ja, es ist ein Junge. Überraschung. Ist das die fortschrittliche Technik? Ja, noch nach 4 Monaten. Ja, 3 Monate. Aber wer weiß von den Millionen Zellen, Spermiumzellen, welche ankommen wird? Allah. Wer weiß, was es werden wird, ob es aufrichtig sein wird oder nicht, Allah. Und sie haben nur Teile untersucht, was wirklich im Bauch der Mutter passiert. Erst kürzlich haben sie herausgefunden, dass das Gehör früher entwickelt wird als die Augen. Das wusste man vor 50 Jahren nicht. Wusste man nicht. Allah sagt das schon sehr, sehr früh. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ. Er hat euch Gehör, Augen und Herz gegeben. Immer wieder. سَمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ. Immer wieder diese Reihenfolge. Und erst jetzt haben sie herausgefunden, dass das Kind erst spät sieht. Und sogar nach der Geburt sieht es sehr schlecht. Aber hören, schon sehr früh. Sogar haben sie Studien gemacht, dass sie Musik dem Kind im Bauch vorgespielt haben. Mozart, glaube ich. Und dann, als das Kind geboren war, haben sie diesem Kind diese Mozart-Musik, Klassik, vorgespielt. Und das Kind, wenn es Mozart gehört hat, war so beruhigt und ist friedlich eingeschlafen. Und dann haben sie Rockmusik angemacht und das Kind hat angefangen zu weinen. Eine Studie. Jetzt hat eine rechtschaffene Schwester Folgendes gemacht. Sie hat, als das Kind noch im Bauch war, hat sie Koran gelesen. Hat sie Koran gelesen. Oft Koran gelesen, laut. Und ihr wisst, wenn die Mutter spricht, hört das Kind sowohl.
sofort und sie erkennt, auch das Kind erkennt sofort die Mutter. Nicht nur am Geruch, vor allem an der Stimme. Und das Kind wurde Hafel. Ich habe vergessen, Wallah, 6 oder 7 Jahre alt. Warum? Es kannte das schon. Es kannte Koran schon. Es kannte Allahs Worte noch im Bauch. Und deshalb später, als Koran gehört hat, das Kind war bekannt, war etwas, was normal war. War nicht wie wir, 18 Jahre Koran, Alif, Lam, Mim, zum ersten Mal in seinem Leben. Im Kindesalter ist mit Koran aufgewachsen. Und keine Seele weiß, was sie morgen tun wird. Niemand von uns, niemand weiß, was morgen genau passieren wird. Ob er überhaupt noch leben wird. Was er genau tun wird. Zu welcher Zeit. Was er tun und lassen wird. Weißt du nicht. Und du weißt auch nicht, was die anderen tun werden. Und deshalb lass die Angst vor der Zukunft. Denn sie ist nur in den Händen Allahs. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٍ. Und keine Seele weiß, auf welche Erde sie sterben wird. Passt auf. Allah sagte Erde. Wenn man nicht einmal weiß, in welchem Land man sterben wird, wie ist es mit der Zeit? Abschließend möchte ich euch dazu etwas erzählen. Das ist etwas Schönes. Und zwar hat mir ein Bruder aus Marokko hat mir Folgendes erzählt. Er sagte, dass sein Onkel Hajj gemacht hat, Hajj vollzogen hat und Alhamdulillah abgeschlossen. Und dann ist er im Flugzeug, als er zurück nach Marokko fliegen wollte, haben sie ihn geweckt und er war bei Allah. Er ist im Flug gestorben, während des Fluges. Als sie ihn wecken wollten, haben sie gesehen, kein Puls mehr. Das erzählt er mir über seinen Onkel. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft. Mit Sicherheit. Hajj, wenn Allah von ihm angenommen hat, wie viele Sünden hat er? Gar nichts. 0 Sünden. Was hat er sicher? 100% Jannah. 100% hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt. Und jetzt die Frage an euch. Auf welchem Land ist er gestorben? Wie viele Länder hat er bereist? Welche Erde? Das weiß nur Allah. Deshalb mach dir keine Sorgen, was in Zukunft passieren wird. Mach dir nur Sorgen, wie du Allah triffst. Mit welchen Taten du Allah triffst. Mit welchen Sünden du Allah triffst, die du immer wieder und immer noch unterlassen möchtest, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein gutes Leben geben. Möge Allah uns einen schönen Tod geben. Möge Allah uns als Muslime leben und sterben lassen. Amin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد هدايا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح.